Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Halo The Master Chief Collection. Bei den Kampagnen machen wir weiter. Also das, was ich im letzten Part gesagt habe, also ich finde das sehr verwirrend, wie die das geregelt haben. Scheinbar habe ich was eine Mission, die jetzt als 2 von 12 wertet. Also das ganz so splitt habe ich das Ganze nicht. Also ich werde einfach ein Abschnitt pro Folge machen. Kann sein, dass dann mehrere von diesen, ja, dass halt ein Abschnitt halt als mehrere Kapitel zählt. Also wie die das da geregelt haben, habe ich immer noch nicht verstanden. Jedenfalls ein Abschnitt, also von Title Screen zu Title Screen ist ein Abschnitt für Folge und das halt hier für alle Modi. Völlig egal, wie lange es dauert. Aber ja, wenn es schon, wenn es jetzt 88 Folgen werden, beziehungsweise 87, weil ich jetzt zwar auf einmal gemacht habe, haben noch was zu tun ordentlich. Also das hier ist kein kleines Projekt. Tab 6, Angriff auf Schwertbasis zurückdrängen. Findet raus, womit wir es zu tun haben. Er checkt gern HUD, dankeschön. Oh, ich kann jetzt snipen. Das gefällt mir schon mal. Das ist ein bisschen nervig. Mit den Waffen wechseln. Sie haben Feindkontakt, Spartans. Problem ist, die Munition der DMR ist ja auch nur begrenzt, leider. Sniper. Oh Gott. Der Sniper macht mehr Schaden. Dafür habe ich eine geringere Feuerrate. Das heißt, die Schüsse, die ich setze, die müssen alle treffen. Außerdem ist die Sniper auch sehr schlecht gegen Schilde. Seine Mannschaft natürlich. Zurückwechseln. Ich wechsle wieder auf mein DMR, weil das nach der Munition. Ich bin hier einfach nur rum, das ist hier bei Standards. Gehen Sie zum Haupttor im Osten. Ich briefe Sie auf dem Weg. Was hat das denn jetzt hier? Begrenzt, aber wir priorisieren für Sie, Ma'am. Mach die teils Backslash halten. Okay, ich glaube, ich habe jetzt eine grobe Ahnung, was diese Waffe macht. Begrenzt, aber wir priorisieren für Sie, Ma'am. Nee. Will ich nicht wissen. Bist du? Ich glaube,
kann dann einfach keinen Schaden erleiden, wenn das nicht dann. Kommt zurück zur Basis, aber wir werden verfolgt. Hören Sie! Ja, ich glaube. Verdammt, das zu. Also jetzt weiß ich, warum ich diese Waffe brauche. Begrenzt, aber wir priorisieren für Sie, Ma'am. Echo 5-7 kommt zurück zur Basis, aber wir werden verfolgt. Hören Sie! Das ist einer von unseren. Halten um das. Achso, ich kann die Waffe von den Verbündeten klauen, okay. Ich bringe uns in die richtige Richtung. Ihre Entscheidung. Waffe ist heiß. Gleich wird's nach. Niemand. Okay. Ich gehe davon aus, dass hier der richtige Weg ist. Sein, dass die Funkanlage der alten Farragut-Station könnten wir wieder Kontakt zum Kommando herstellen. Die Luftwehrbasis hat eine Flak-Batterie, die den Luftraum frei hält. Flak ist im Westen. Funkanlage im Osten. Auf geht's. Registriere eine Energiequelle. Wir sind nah an der Flak dran. Dort drüben ist die Flak. Da sollte irgendwo ein Reset-Knopf sein, mit dem man sie anwerfen kann. Ja. Erstmal hier. Erstmal hier sehr schöne 360s machen. Ganz coole Rollen-Moves. Die aber leider unproduktiv sind und. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Boah, der nächste coole Rollen-Move. Ah, danke für die Markierung. Ja, das finde ich irgendwie. Aber man kann driften. Ich einfach mal alles wegschießen. Okay, jetzt steige ich aus. Wo bist du? Wo ist der Große? Verloren. Direkt den aus dem Scope rauskommt. Oh, da ist ja noch einer. Ich habe mich ja gar nicht gesehen.
geht mir aber die Munition aus. Gut gemacht, Spartans. Jetzt zur Farragut-Station. Bringen Sie die Funkanlage in Gang. Spartans, Schwertzentrale hier. Dachten Sie, bräuchten etwas mobile Feuerkraft. Immer doch. Nimm den Warthog. Noch auch hier eigentlich. Boost erhöht die Geschwindigkeit. Ja, wie boost ich denn? Ja, so gut, ich kann jetzt fahren und feuern. Also ich hab sowohl selber Leben, aber auch das Fahrzeug hat Leben. Nur das Fahrzeugleben regeneriert sich schon mal nicht. Ich glaube, da muss ich habe zwar selber gern dieses Fahrzeug gefahren. Ich glaube, es ist möglich, da den Fahrer zu töten, dass man das kapern kann, aber ich habe jetzt zerstört. Also gibt mir die Munition aus. Ah. Nagelkanone ist auch mein Liebling. Leider die nur wenig Munition, ist aber dafür schon ziemlich stark. Nach oben, Ada. Alles sauber? Gut zu hören. Du hast mich angelogen. Du hast gesagt, sei alles sauber. Gut gemacht, Spartans. Zurück zur Schwertbasis. Der Rest ihres Teams kommt auch gleich. Achtung, Noble. Allianz-Korvette geht in Position. Cat, 6, kommt schnell her. Wir treffen uns drinnen. Haben wir jetzt keine Probleme mehr. Dann können wir nicht hoch. Ich glaube, jetzt ist es einfach gut zu fliehen. Weil die großen Fahrzeuge. Haben den. Gehe ich jetzt einmal im Kreis? Ich glaube, ich muss zurück.
Hab noch realisiert, dass wir ja die ganze Zeit im Kreis fahren. Wir stecken im Turmatrium fest. Cat, wo seid ihr? Öffnen gerade das Tor. Und hier. Oh Mann. Ah, ich jetzt einmal Munition. Bisschen Overkill gewesen, aber gut. Z-Link offline. Darfst du sie nicht benutzen oder was? Ja, toll. Was nun? Jetzt die Gegner gleich toten, Milin. Oh, Waffen. Also, das Problem ist, dass sie sind Shotgun. Das sind Gegner, die sind im Nahkampf stark. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Ich würde hier gerne auf Range bleiben gegen die. Immer noch steht. Ich dachte, du wärst umgekippt. Los, auf zum Atrium. Wir müssen durch das Sicherheitsbüro. War hier. Ach, Gabelstapler. Er steht die ganze Zeit hier, würde ich mich ducken können bei den Angriffen, naja. Ja.
tatsächlich mal ein paar Schüsse hier bei der Nagelpistole. Lex, geh hoch und hilf Emil. George, sorg dafür, dass er auch ankommt. Woher hab ich so viel Damage erlitten? Das links war wohl offenbar nicht der richtige Weg. Ist denn der richtige Weg? Hier ist doch der richtige Weg. Hier rein. Okay. Die Korvette macht Kleinholz aus der Basis. Lagebericht, Noble. Ich schaff's nicht allein. Ich brauche noch einen Spartan hier oben. Sechs, geh ins oberste Geschoss und hilf Emil. Ich glaube, die haben Gegner haben krass Nahkampfangriff, kann das sein? Ich weiß nicht, ob es Soul Damage gibt. Okay. Gibt anscheinend kein Soul Damage. Hey, hier ist ein Sniper. Mit viel Munition. Jetzt fühle ich mich ausgerüstet. Klar. Wo geht's lang? Ich folge mal euch, aber von da kam ich doch. Bei hier. Was Bob Hilloritsch einen der versteckten Lideranger-Kommanden gefunden und... Banshees ausschalten. Nach oben, Lieutenant. Die Long Swords müssen in die Luft. Wo das herkam, also mehr konnte ich nicht vorlesen, weil der Text halt abgeschnitten war. Der wird halt nicht alles auf einmal eingeblendet. Das Schiff seht ihr nicht, aber ihr hättet wahrscheinlich das Aufploppen gehört. Rocket Launcher.
wirklich, also die... Ja. Meine Teammates machen schon Arbeit. Noble Team, die Longswords treten in Aktion. Die orbitale Verteidigung ist schussbereit. Schön, oder? Jemand sollte ein Foto machen. Übrigens, gut gemacht. Immer gerne. 5-6 in den Forschungsflügel. Dr. Halsey ruft zur Nachbesprechung. Der Befehl wurde bereits erteilt. Wie bitte? Haben Sie Halsey gesagt? Genau. Okay, sind auf dem Weg. Da brauche ich keinen Befehl. Ich gehöre schon mein halbes Leben. Angefordert, Commander. Ich brauche keinen Bericht über Dinge, die vor meiner Haustür stattfinden. Ich möchte von Ihnen einen detaillierten Bericht zu Ihrem letzten Einsatz. George, es ist so lange her. Mom? Was hast du meiner Panzerung angetan? Nur ein paar Ergänzungen. Aha. Visegrad Relais. Das Datenzentrum gehörte einem meiner Xeno-Archäologen, Professor Laszlo Sorvat. Vielleicht können Sie seinen Tod aufklären. Männlicher Zivilist, Mitte 60, starb mit einem Partikelschwert der Allianz im Bauch. Eliten also. Uns haben sie auch angegriffen. Kurz nachdem wir die Tochter ihres Forschers fanden. Sie hatte sich in... Irrelevant. Die Eliten. Erzähl mir mehr über sie. 3. Zelotenklasse. Einer ist entkommen. Sah wie ihr Anführer aus. Zeloten? Ganz sicher? Panzerung stimmt überein. Schildstärke auch. Ich habe befohlen, ihn nicht zu verfolgen. Unser Primärziel war die Reparatur des Relais der Station. Primärziel? Commander, sind Sie eine Marionette oder ein Spartan? Ma'am? Einige beim MND glauben, so wie ich, dass die Allianz Eliten Spähtrupps schickt, um für ihre Religion wertvolle Artefakte zu sammeln. Laut Berichten von Überlebenden sind diese Trupps klein, wendig und fast immer Zelotenklasse. Sie kamen zweifelsohne zur Station wegen der dort gespeicherten MND-Ausgrabungsdaten. Und sie haben sie entkommen lassen. Datensicherung gehörte nicht zur Anweisung. Und wir hatten auch andere, dringendere Verpflichtungen. Wie den Planeten zu warnen. Professor Sorvats letzter Forschungseintrag bezog sich auf eine Schlüsselentdeckung. Schlüssel. Das Wort würde er nicht unbedacht verwenden. Hoffentlich ist es auf dem Datenmodul, das Ihr Lieutenant Commander gestohlen hat. Cat. Bevor Sie fragen, ich wurde sofort alarmiert, als Sie versucht haben, auf die Inhalte zuzugreifen, wie bei jedem unautorisierten Zugriff. Die Daten sind streng geheim. Ich könnte Sie für eine solche Störung meiner Arbeit in den Knast wandern lassen. Sie könnten gleich mitgehen. Wie bitte? Der Notfallplan Winter ist in Kraft getreten. Sie kennen doch sicher die Strafe für Einmischung in Spartan-Einsätze durch Zivilisten. Ist das eine Drohung, Commander? Soll nur ein Hinweis sein, Ma'am. Na los, Noble Team. Ma'am? Das wär's erstmal, George. Der einzige Kommentar, den ich dazu zu ergänzen habe, ist, könnt ihr wenigstens Ma'am sagen anstatt Ma'am? Das ist ja irgendwie weird. Naja. Aber an der Stelle wenn ich auch die Folge ab. 30 Minuten ist doch perfekte Länge. Was will man mehr? Wenn ich jetzt zurückgehe. Ja, ich habe neue Gegenstände freigeschaltet. Wie juckt's? Okay, 3 von 12.
Halo Reach MND-Schwertbasis abgeschlossen. Sowohl Xbox Achievement als auch Steam Achievement. Sehr schön, okay. Wie es denn auch sei, ich beende jetzt die Folge. Ich wünsche euch noch was. Ich sag ciao, Leute. Wie schmeckt ihr?